Was? Es gibt keinen Tür. Foxy, gehst du bitte? Geh bitte, Foxy. Foxy. So, und mein Spielsound ist, glaube ich, doppelt so laut wie letztes Mal. Ich höre meine eigene Stimme fast nicht. Oh, wie schön, das war knapp. Das war knapp. Oh, ich... Ah! Wow! Holy shit! Instant reingehen, weil das passieren kann! Nein, 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 nein. Mittlerweile weiß ich einfach, dass eigentlich wirklich... Ja! Ich muss sie komplett aufladen. Du weißt, ich bin es nicht, du kannst auch wieder schneller weggehen. Weil so machst du einfach nur unnötig viel Stress mit dem Shit. Ich hab den Flow raus, Leute. Ich weiß, wie das geht. Und ich werde gleich jemand nicht sterben, weil ich jetzt die ganze Zeit angehe. Und bekomme ich dann, wenn ich das hier schaffe, einen Mini-Balloon-Boy oder so? Ist ja voll süß. Das Problem ist, wenn mich Chica runterholt und ich genau dann selbst runtergehen... Okay, google einfach mal nach The Hive Mind. Das ist die komplette Story von beiden Five Nights. Leute, das ist auf 5. Warum sind die auf 5 so aktiv? Ich raff das nicht. Der einzige, der da ist, ist Foxy, wie immer, auf 0. Das heißt, wir müssen einmal alle 10 Minuten mal anwichsen und dann ist er weg. Ihr müsst mit den Pfeiltasten, geht ihr unten auf Custom Night und macht währenddessen schon mal eure Maus dahin, wo dann, wenn ihr auf Custom Night klickt, der Ready-Button ist.